ihr Lieben, herzlich willkommen bei meiner Rezepte. Nach langen Recherchen und mehreren Telefongesprächen in der Türkei zum Bäcker habe ich endlich das Geheimrezept für euch für Ramazan-Pides. Über Ramadan wird nur Pide gebacken, aber da schmeckt das ganz anders. Diesen Geschmack hat man dann nach Ramadan nicht mehr. Und das hat mich immer so interessiert und ich habe dann herausbekommen, dass das ganz anders vorbereitet wird. Deswegen duftet das über Ramadan so schön und die Bäcker machen das nur über Ramadan, weil es sonst so aufwendig ist. Und kommen dann auch gleich zu den Zutaten dazu. Ich fange mal mit dem wichtigsten und ersten Geheimnis an. Ich nehme 3 Esslöffel Mehl und gebe das in eine kleine Schüssel hinein. Ich gebe dann 100 ml kaltes Wasser und vermische das ständig mit einem Rührbesen, sodass das klumpenfrei wird. Nachdem das Ganze schön klumpenfrei ist, gebe ich 200 ml kochendes Wasser. Das ist sehr, sehr wichtig. Richtig kochendes Wasser und rühre das ständig. Das müsst ihr dann so ungefähr 5 bis 10 Minuten rühren oder ihr macht das mit einem Mixer. So muss dann die Konsistenz sein und jetzt kommen wir zum zweiten Geheimrezept. Ich gebe noch 1 Esslöffel Pekmez Weintraubensirup hinein und vermische das Ganze. Dann lasse ich das auskühlen. Einige Bäcker machen das mit und einige ohne Pekmez. Jetzt bereite ich den Teig vor. Ich habe 1 Kilo Mehl in meine Küchenmaschine hineingegeben, 1 Esslöffel Salz. Vermische das erstmal, damit das mit der frischen Hefe nicht direkt in Verbindung kommt. Gebe die frische Hefe hinein und gebe nach und nach 700 ml Wasser hinein und bereite den Teig vor. Und das wäre dann das zweite Geheimnis. Ein Pide-Teig darf niemals fest sein. Das muss so richtig flüssiger Teig werden. Und das klebt dann auch an den Händen. Ich zeige euch gleich die Konsistenz, damit ihr auch die richtige Konsistenz bekommt. Wie gesagt, ihr dürft niemals einen festen Teig vorbereiten, wenn ihr Ramadan-Pide backen möchtet. So muss dann auch die Konsistenz sein, das klebt an den Händen. Ich weiß, das ist nicht einfach mit so einem flüssigen Teig zu arbeiten, aber nehmt einfach einen Spachtel, den könnt ihr auch mit Öl bestreichen und dann geht das vielleicht leichter. Wenn ihr ein gutes Ergebnis haben möchtet, dann macht das bitte wirklich nach meiner Anleitung mit den genauen Angaben. Ich habe den Teig so ungefähr eine Stunde gehen lassen. Seht ihr, wie schön der Teig geworden ist? Da es ein klebriger Teig ist, müsst ihr jetzt natürlich mit viel Mehl arbeiten. Die Arbeitsplatte habe ich mit viel Mehl bestreut und knete den Teig noch einmal mit den Händen. Ihr seht, das klebt immer noch an den Händen. Ihr könnt aus 1 Kilo Mehl entweder 4 kleine Fladenbrote backen oder 2 große. Ich habe jetzt 2 Stück gebacken. Ich forme den Teig rund, decke das ab und lasse es jetzt so ungefähr eine halbe Stunde gehen. Das wäre dann das nächste Geheimnis. Also jetzt abdecken und eine halbe Stunde gehen lassen. Und nicht vergessen, die Arbeitsplatte mit viel Mehl zu bestreuen, sonst klebt der Teig am Tisch und ihr könnt das nachher nicht abnehmen. Normalerweise formt man das Brot auf dem Blech und lässt es auf dem Blech gehen. Hier machen wir das ganz anders. Wir lassen das auf dem Tisch gehen und ihr seht, die sind schön hochgegangen, fast die doppelte Menge erreicht. Und jetzt kommt natürlich das Wichtigste, unsere Mischung. Die ist schon ausgekühlt.
Ihr nehmt von dieser Mischung richtig viel und feuchtet den Teig richtig an und formt dabei das Fladenbrot. Und das wäre dann das nächste Geheimnis. Jetzt müsst ihr aber auch richtig zügig arbeiten und den Teig sofort auf das Blech geben. Jetzt bereite ich das zweite Fladenbrot vor. Ich habe diese Stellen nicht extra schneller gemacht, damit ihr das auch richtig erkennen könnt, denn ich habe wirklich so lange gebraucht, damit ich dieses Rezept überhaupt so original hinbekomme. Deswegen möchte ich es euch ausführlich und in Ruhe zeigen. Jetzt gebe ich das auch auf das Blech. Wie gesagt, ihr müsst wirklich zügig arbeiten und mit viel Mehl arbeiten, da es sehr klebriger Teig ist. Dann bestreue ich das mit Schwarzkümmel und mit reichlich Sesam. Ich habe jetzt angerösteten Sesam genommen. Ihr könnt auch normal nehmen oder in einer beschichteten Pfanne Sesam anrösten. Das schmeckt besser und sieht auch besser aus, wenn das angeröstet ist. Das wird dann nicht mehr auf dem Blech gehen lassen, sondern sofort gebacken. Jetzt kommt das letzte, wichtigste Geheimnis. Ihr müsst bitte auf höchste Stufe backen. Bei mir ist die höchste Stufe 240 Grad. Ihr könnt auch 250 nehmen, dann wird das nur 20 Minuten gebacken. Ich habe jetzt je 500 Gramm gebacken. Wenn ihr aber kleinere Fladenbrote formt, dann könnt ihr 10 bis 12 Minuten backen. Das ist auch wirklich sehr, sehr wichtig. Also nicht nur vorbereiten, sondern die Backzeit und die Temperatur spielt natürlich eine sehr große Rolle. Diese Pides werden natürlich in der Türkei in Steinofen gebacken. Die schmecken dann natürlich ein bisschen anders, aber im Ofen waren die genauso bei mir, so wie im Steinofen gebacken. Und raus sind meine Pides. Seht ihr, wie lecker das aussieht? Und das muss richtig knusprig sein. Und ist auch knusprig gewesen. Und es hat wirklich bei uns anders geduftet, so richtig nach Ramadan. Und hier kommt schon mein zweites Fladenbrot. Wenn ihr alles beachtet, was ich euch gesagt habe und die Mengenangaben genauso nimmt, dann dürftet ihr eigentlich nichts falsch machen und würdet dasselbe Ergebnis bekommen. Ich hoffe natürlich, dass euch auch dieses Rezept gefallen wird. Euch wünsche ich viel Spaß dabei und sage Tschüss bis zum nächsten Video.